Altcoins hatten in diesem Jahr einen sehr schweren Stand gegenüber dem Bitcoin. Der Bitcoin hat sich deutlich besser entwickelt als viele Altcoins. Dennoch gibt es ein paar Altcoins, die waren trotzdem besser als der Bitcoin. Und genau diese Coins schauen wir uns heute an und vor allem, ob sich da vielleicht noch der Einstieg lohnt. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Crypto Report. Mein Name ist Alexander Mittermeier. Bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Das erste Halbjahr ist rum, kurz Zeit zur Bilanz zu ziehen. Also der Bitcoin ist ja sehr stark gelaufen, plus 150% seit Jahresbeginn. Und damit hat der Bitcoin viele andere Anlageklassen, wie zum Beispiel Aktien, den DAX, den Dow Jones Index, aber auch Rohstoffe wie Gold hinter sich gelassen, was die Performance angeht. Und auch viele alternative Coins, also sogenannte Altcoins, outperformed, also sich deutlich besser entwickelt. Es gibt aber dennoch Coins, die sich besser entwickelt haben als der Bitcoin, und genau die schauen wir uns jetzt gleich an. Aber noch ein paar Worte zu dieser Performance von Bitcoin, und vor allem wird oft kritisiert, warum zeigst du nicht den Chart in Bitcoin? Dann wird man hier gleich sehen, dass sich der Bitcoin deutlich besser entwickelt hat und sozusagen der jeweilige Altcoin deutlich schlechter. Das ist schon richtig, aber es ist natürlich auch so, man muss das an einer längerfristigen Perspektive auch sehen. Zum Beispiel im Jahr 2017 haben sich ja viele Altcoins besser entwickelt als der Bitcoin. Zum Beispiel NEO ist um 50.000% gestiegen, aber auch XRP, auf XRP wird ja viel eingedroschen im Momentan, weil der Kurs nicht so recht nach oben mag, aber es ist auch so, war auch so, dass XRP in 2017 sehr gut gelaufen ist, 30.000% und der Bitcoin etwa 10.000% zugelegt hat. Also ich denke, dass sich das über die Zeit dann wieder ausgleicht. Momentan hat der Bitcoin eine deutlich bessere Performance, und das zeigt sich auch an der Bitcoin-Dominanz, die zuletzt gestiegen ist. Aber das muss nicht heißen, dass das ewig so weitergeht. Also es ist zwar schon so, ich habe dazu auch schon ein Video darüber gemacht, dass 99% der Coins verschwinden werden, aber es werden sich meiner Meinung nach mehrere Coins am Markt behaupten und sich dann auch irgendwo durchsetzen. Und dann dürfte sich eventuell diese Entwicklung wieder umkehren, also dass sich die Altcoins dann wieder etwas besser entwickeln, das dürften wir dann sehen. Aber jetzt schauen wir gleich auf meinem Bildschirm, welche die Top-Kryptowährungen in 2019 waren. So, wir sind hier schon auf der Seite von Coin Time Machine. Wir sehen hier die Top 100 der besten Kryptowährungen in 2019, und wir sehen, dass Binance Coin mit einem Kursplus von knapp 360% in diesem Jahr auf Platz 1 steht, auf Platz 2 Litecoin mit einem Kurszuwachs von 185% und erst auf Platz 3 der Bitcoin mit einem Kursplus von über 150%. Das bedeutet, wer am Jahresbeginn 1000 US-Dollar in Bitcoin investiert hat, der sitzt auf einen Gewinn neben diesen 1000 US-Dollar von nochmal 1500 US-Dollar, sind also nochmal dazugekommen. Und bei Litecoin waren es 1850 US-Dollar. Wer 1000 Dollar investiert hat, der hat einen zusätzlichen Gewinn von 1850 US-Dollar erzielen können. Und bei Binance Coin waren es immerhin noch 3500 US-Dollar Gewinn, auch wenn der Binance Coin schon wieder deutlich gesunken sind. Wir waren ja schon über 40 US-Dollar in diesem Jahr, aber seit einigen Wochen konsolidiert der Kurs. Trotzdem, wer zu Jahresbeginn bei 6 Dollar 1000 US-Dollar in Binance Coin investiert hat, der hat einen Gewinn von 3500 US-Dollar einfahren können. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, soll man jetzt da noch einsteigen, und warum ist der Binance Coin so stark gelaufen? Meiner Meinung nach sind die Gründe für diesen Kursanstieg relativ einfach erklärt. Binance Coin hat natürlich von dem Aufschwung im Kryptosektor im ersten Halbjahr profitieren können. Es sind mehr Kunden reingekommen. Wir haben das bei Coinbase gesehen. Coinbase hat erst kürzlich die Marke von 30 Millionen Kunden überschreiten können. Ich denke, dass Binance sich Richtung 20 Millionen Kunden bewegt, und das wirkt sich natürlich positiv aus, denn je mehr Kunden sich auf der Kryptobörse tummeln, desto mehr wird gehandelt, desto mehr Umsätze, Gewinn generiert Binance, und desto mehr Coins kann Binance auch zurückkaufen, denn Binance Coin bzw. das Projekt möchte ja pro Quartal
20% seines Gewinns dafür einsetzen, um Coins zurückzukaufen und zu zerstören. Und natürlich hat Binance auch von seinem Binance-Launchpad profitiert, also diese ICOs, die dann über Binance laufen, sogenannte Initial Exchange Offerings, wie zuletzt Elrond war ja sehr erfolgreich. Und das zieht natürlich die Investoren an, um in diesen IEOs teilzunehmen, benötigt man Binance Coin. Also damit ich mitmachen kann, brauche ich diesen Binance Coin und das stimuliert natürlich die Nachfrage nach diesen Coin. Aber momentan sieht es auch hier nach dem Binance Coin nach einer Konsolidierung aus. Also wie gesagt, wir waren hier schon über 40 US-Dollar, haben hier korrigiert und die Korrektur läuft hier immer noch. Also die 200-Tage-Linie unten bei 21 US-Dollar dürfte auf jeden Fall als Unterstützung wirken. Es kann aber sein, dass sich der Binance Coin schon sehr viel früher da bei 24, 25 US-Dollar stabilisiert. Langfristig glaube ich, dass alles unter 30 US-Dollar kaufenswert ist, aber das ist nur meine private persönliche Meinung, keine Anlageberatung. Bei Litecoin war es sicherlich so, dass die Ankündigung von Charlie Lee geholfen hat, dass man einfach Confidential Transactions in diesem Jahr noch in Litecoin integrieren möchte, also mehr Privatsphäre, mehr Schutz bei Überweisungen und natürlich auch das Litecoin-Halving in 2 Wochen bzw. Anfang August dürfte hier dem Litecoin geholfen haben. Also die Coin-Inflation halbiert sich ja schätzungsweise am 5. August von 25 Litecoins auf dann 12,5 Litecoins. Und das dürfte meiner Meinung nach den Kurs wahrscheinlich stabilisieren. Wir kommen ja von 140 US-Dollar, Litecoin war ja schon bei über 140 US-Dollar und jetzt sind wir deutlich unter die 100-Dollar-Marke gefallen. Ich sehe aber hier auch gute Möglichkeiten, dass sich der Kurs zwischen etwa ja, 80 und 90 US-Dollar eventuell stabilisieren kann. Kommen wir kurz nochmal zum Bitcoin zurück. Also wir waren ja in diesem Jahr schon bei knapp 14.000 US-Dollar. Die Korrektur läuft momentan und wir sehen hier einen kurzen Chart auf Binance in Bitcoin, in US-Dollar und wir sehen, dass hier unten die 100-Tage-Linie läuft, beziehungsweise 99, der einfache 99-Tage-Durchschnitt und bei knapp 9.000 US-Dollar, genau gesagt bei 8,57 dürfte eine Unterstützung warten. Jetzt muss man natürlich abwarten, ob diese Unterstützung bei knapp 9.000 US-Dollar hält. Also wir bilden ja momentan sozusagen eine Art Bullenflagge aus und das wird man dann in den nächsten Tagen und Wochen sehen, ob sich der Bitcoin aus dieser Konsolidierungsphase befreien kann und ob wir dann einen weiteren Aufwärtstrend sehen. Bevor wir jetzt abschließen, schauen wir uns gleich noch ein paar Altcoins an, die jetzt nicht auf dieser Liste stehen, sich aber auch besser entwickelt haben als der Bitcoin. Bis gleich. Wie wir gerade auf meinem Bildschirm gesehen haben, haben sich einige Altcoins doch relativ gut gegenüber dem Bitcoin geschlagen. Und wenn ihr am Ball bleiben wollt, was die Top-Altcoins angeht, dann kann ich euch meinen Krypto-Report empfehlen. Also unter krypto-report.de könnt ihr euch kostenlos eintragen und wir besprechen jeden Samstag die Top-Altcoins der Woche und wenn ihr euch eintragt, seid ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden, was diese Top-Performer der Woche angeht. Wie versprochen kommen wir nun zu einigen Altcoins, die jetzt nicht auf der Liste gestanden sind, aber sich dennoch deutlich besser entwickelt haben als der Bitcoin. Und da wäre vor allem Chainlink zu nennen. Also ich habe dazu auch schon ein Video über Chainlink gemacht. Darum werde ich jetzt nicht mehr auf die technischen Details eingehen. Nur kurz, also bei Chainlink geht es um dezentrale Oracles. Also wie kommen Daten außerhalb der Blockchain in Smart Contracts, in diese schlauen Verträge auf Ethereum rein und da helfen einfach diese dezentralen Oracles, die Chainlink anbietet, meiner Meinung nach der Standard in diesem Bereich. Chainlink ist gelaufen in diesem Jahr von 0,30 US-Dollar auf zuletzt 2 Dollar und wir waren ja schon bei 4 Dollar, aber immerhin sind wir noch im 500% im Plus, obwohl wir schon deutlich zurückgekommen sind vom Kurs. Die Konsolidierung kann sich kurzfristig natürlich noch weiter fortsetzen. Dennoch glaube ich, dass Chainlink momentan eines der Top-Projekte im Kryptomarkt, vor allem im Altcoin-Bereich ist. Auch ein Projekt, das sehr stark war, ist Egrezia.
Der Kurs ist, glaube ich, um die 20.000% in diesem Jahr gestiegen. Also von unter einem Cent ging es auf 0,07 US-Dollar nach oben. Und bei Egrezia geht es um eine HTML5-basierte Blockchain-Entwicklungsplattform. Also mit Hilfe dieser Plattform sollen Spielentwickler einfacher Blockchain-Spiele entwickeln können. Und Egrezia hat da einen Vorteil, indem man mit Egret Technology zusammenarbeitet, einem bekannten HTML5-basierten Gaming-Spezialisten, der Mobile Games schon entwickelt und entsprechende Erfahrungen in diesem Bereich mitbringt. Also Egrezia ist jetzt natürlich stark gelaufen. Ich würde jetzt da nicht mehr draufspringen aktuell, sondern erst eine Konsolidierung abwarten. Dennoch glaube ich, dass auch Egrezia ein starkes Projekt ist, das man im Auge behalten sollte. Dann eines meiner Favoriten, Lambda, ein chinesisches Blockchain-Projekt. Dabei geht es um dezentrale Speichertechnik in Verbindung mit Cloud Computing. Und ich denke auch, dass Lambda in diesem Jahr bereits 3000% gelaufen auch sehr interessant sein kann noch in der Zukunft und auch ein Projekt ist, das man auf jeden Fall weiter beobachten sollte. Und noch ein weiteres Projekt, V-Systems. Das ist ein Projekt, wo es um eine Datenbank-Blockchain sozusagen in Verbindung mit der Cloud geht. Hier geht es um objektorientierte Speichertechnik. Also man will hier sozusagen diese Blockchain dann Datenbank für den Unternehmenseinsatz aufbereiten. Denn das war eigentlich bis jetzt das große Problem, dass diese Datenbank bzw. Blockchain kaum dazu verwendbar waren, große Datenmengen zu speichern, und das genau will V-Systems ändern. Und hinter V-Systems steht Sunny King, der Erfinder des Proof-of-Stake-Algorithmus, und die hat für V-Systems eine neue Technik, sozusagen einen neuen Algorithmus an den Start gebracht mit Supernode, Proof-of-Stake. Man wird sehen, wie sich das in der Praxis bewährt dann. Auf jeden Fall auch ein interessantes Projekt, das man auch im Hinterkopf noch haben sollte. Insgesamt unter dem Strich, glaube ich, zeigen diese Altcoin-Projekte, dass man nicht nur ausschließlich auf den Bitcoin setzen sollte, auch wenn natürlich die Bitcoin-Dominanz und die Performance momentan sehr stark natürlich für den Bitcoin spricht, aber es gibt diese Altcoin-Projekte, die eine deutliche Outperformance haben. Es ist zwar wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen sozusagen, aber es lohnt sich, wie wir gerade gesehen haben, an der Performance dieser verschiedenen Altcoins, und es sind immer wieder interessante und spannende Projekte dabei. Und was meiner Meinung nach ganz wichtig ist, der Blockchain-Sektor steht noch am Anfang. Ich denke, dass wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viele Entwicklungen sehen werden. Das Ganze ist noch sehr dynamisch. Es kann sich noch sehr, sehr viel ändern. Vor allem, wenn wir ein paar Jahre zurückschauen, welche Altcoins da in den Top 10 waren und wer heute so in den Top 20 drin steht sozusagen. Also es tut sich da nach wie vor sehr viel. Und ich denke, dass man da auf jeden Fall weiter am Ball bleiben sollte und die Altcoins nicht abschreiben sollte. Dann hätte mich natürlich auch eure Meinung zu diesem Thema interessiert. Wie seht ihr Altcoins? Bleibt ihr in Bitcoin investiert überwiegend oder setzt ihr nach wie vor auch auf Altcoins? Bitte kurz in die Kommentarliste. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das Video weitergebracht hat und gefreut hat, geholfen hat. Natürlich könnt ihr meinen Kanal abonnieren, wenn ihr wollt, und wenn ihr das Glöckchen drückt, dann seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Bis dahin sage ich schon einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Video.